Nino De Angelo zeigt seinen Fans, dass er es noch kann. Die Menge beim Schlager-Olymp in Berlin ist begeistert und singt bei seinen größten Hits frenetisch mit. Es läuft wieder beim einstigen Enfant terrible der deutschen Schlagerszene, musikalisch wie privat. Im Dezember will er ein fünftes Mal den Bund der Ehe eingehen, diesmal mit seiner langjährigen Freundin Simone. Wir treffen Nino backstage und er verrät uns Details zur anstehenden Hochzeit. Ich möchte gerne in das Hotel gehen, in dem Elvis früher gesungen hat. Das heißt heute anders, Westgate heißt das heute. Aber da sind noch unheimlich viele Sachen, da gibt es eine Suite. Vielleicht schaffe ich es ja in der Suite die Hochzeitsnacht zu übernachten, muss ich mal gucken, aber die ist riesengroß. Na, da finde ich meine Simone nachher nicht, nach zwei Flaschen Rotwein. Auch finanziell scheint Nino De Angelo die Kurve zu kriegen. Noch läuft die zweite Insolvenz des Schlagersängers, doch bis zu seinem 60. Geburtstag im Dezember will er schuldenfrei sein. Mit 60 werde ich schuldenfrei sein und das ist das, was ich immer wollte. Und dann fange ich nochmal ganz von vorne an und diesmal werde ich einiges anders machen. Ich habe ja damals mit 18 schon Ferrari gekauft. Ich war der jüngste Ferrari-Fahrer. Ich werde das, also das wird mir jetzt in Schwarz, das wird mir nicht mehr passieren. Also jetzt, wenn ich dann wieder schuldenfrei bin, der nächste Ferrari wird rot. Damit die Kasse klingelt, geht Nino vorher nochmal auf große Deutschland-Tour. Vom 30. September bis 15. Oktober spielt er insgesamt 12 Konzerte auf seiner großen Tournee.